Tja, vielleicht wäre die Bestellnummer 9 einfacher für den Kollegen. Ihnen herzlich willkommen. Guten Morgen. Zoff schon vor dem Spiel. So schießen Jogis Jungs jetzt gegen die Argentinier. Warum Schweini und Müller sogar über Prügelei am Spielfeldrand sprechen, das erfahren Sie jetzt hier in Punkt 9. So einen jungen Präsidenten hatten wir noch nie. Christian Wulff und seine Frau ziehen ins Schloss Bellevue. Sind das jetzt die deutschen Obamas? Todesdrama um die kleine Sena. Sie trieb schon leblos unter Wasser. Doch dann entdeckten sie diese beiden Jungs und machten alles richtig. Die schlimmste Zeit ihres Lebens. Zum ersten Mal spricht Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson über die Morde an ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrem Neffen. Hier ist Punkt 9 mit Miriam Lange und Roberta Bieling. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 1. Juli. Potzblitz, das könnte heftig werden heute in Deutschland. Das Gewitterwetter kommt. Und was macht man nun wirklich, um sich vor den Blitzen zu schützen? Wir bringen Sie in Sicherheit. Und Ihnen auch diese Top-Themen jetzt in Punkt 9. Gefährliche Grünkost. Ausgerechnet in Salat, Gurken und Tomaten lauern die Ehek-Keime. Die eindringliche Warnung vor dem Verzehr. Teurer Urlaub trotz Reiseschnäppchen. Wenn die Strandliege am Ende mehr kostet als das Hotel, in welchen Ländern die Nebenkosten ihre Reisekasse sprengen und wo es echt günstig ist. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt zieht die neueste Ex von Lothar Matthäus vom Leder, warum Ariadne die Schmutzwäsche auspackt. Und hier ist Punkt 9 mit Angela Fingererben und Wolfram Kohns. Einen schönen guten Morgen am 26. Mai. Endlich, der Prinz hat einen Namen und nicht nur einen. Wie der Sohn von Prinz William und Herzogin Kate heißen soll, verraten wir Ihnen gleich. So viel vorab, er ist traditionell und doch modern. Und auch diese Themen haben wir jetzt in Punkt 9. Katastrophe in Spanien. Bei einem schweren Zugunglück im Norden sterben mindestens 79 Insassen. Und die Hitzespitze kommt erst noch. Heiße Tage, tropische Nächte, wie Sie mit unseren Tipps trotzdem ein Auge zubekommen. Ohne meine Mutter würde ich es nicht schaffen. Zum ersten Mal spricht Alessandra Pocher über ihre Trennung von Olli und wie oft der seine drei Kinder überhaupt sieht. Und hier ist Punkt 9 mit Miriam Lange und Patrick Wulff. Donnerstag, 25. Juli. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns. Punkt 8 am Montag. Ab heute heißen wir auch so. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Ja, bis 9 Uhr haben wir alle wichtigen Themen für Sie. Zum Beispiel diese hier. Wende im Krieg. Die Ukraine meldet heute Morgen Erfolge im Kampf gegen die russischen Angreifer. Die Oscar-Nacht. Gewinner Will Smith sorgt für einen handfesten Skandal und zwei Deutsche jubeln. Und das Wetter heute. Es geht frisch los heute Morgen und am Tag dann im Süden noch sonnig, im Norden schon wolkiger bei 9 bis 23 Grad. Und wir müssen weiter über den Krieg in der Ukraine berichten. Russland hat gleich mehrere Städte bombardiert und ganz offensichtlich neue Raketen nach Belarus gebracht.